Leute, ich habe mich eurer Frage gestellt, was es denn mit Wus und Gamerons Mutter auf sich hat. Und der Schluss, zu dem ich da gekommen bin, der ist zwar extrem verrückt, aber auch irgendwie extrem nachvollziehbar. Wartet ab, in diesem Video erwartet euch wirklich eine Menge. Und ich denke, ich werde auch euer Verständnis von der ganzen Ninjago-Welt so ein bisschen auf den Kopf stellen. Nun, mich hat also die Frage erreicht, was denn mit Wus und Gamerons Mutter los ist. Hatten sie eine Mutter, hatten sie keine, was ist da los? Zumindest wissen wir aus Sensei Wus kanonischen Tagebuch, dass er zumindest davon ausgegangen ist, dass er eine Mutter hat. Dort hat Sensei Wu nämlich einen Familienstammbaum gezeichnet und dort ist klar erkennbar, dass er eine Mutter hat. Wie diese Mutter aussieht, tja, das sehen wir hier nicht. Das hat er aus irgendeinem Grund nicht eingezeichnet. Vielleicht hat er seine Mutter nie selber gesehen. Vielleicht war es ja auch nur eine Lüge, die ihm vom ersten Spinjitzu-Meister eingeredet wurde, dass er eine Mutter hat. Aber Moment. Wieso sollte der erste Spinjitzu-Meister, der Held von Ninjago, der Erschaffer, der Schöpfer alles Guten, so etwas machen? Nun, es ist tatsächlich so, dass es Aktionen gibt, die der erste Spinjitzu-Meister vollbracht hat, die auf den zweiten Blick hin ziemlich moralisch verwerflich erscheinen. So ist es zum Beispiel kanonisch bestätigt, dass der erste Spinjitzu-Meister die Meister der Elemente erschaffen hat, nur für den Zweck, damit sie ihn beschützen. Was erstmal etwas egoistisch wirkt, in einem kanonischen Ninjago-Comic sehen wir tatsächlich, dass sich Sensei Wu einer seiner größten Angst stellen muss. Und diese Angst ist tatsächlich, dass er so ist wie sein Vater. Er wird damit konfrontiert, dass er eine Gruppe von jungen Leuten, die fast noch Kinder sind, zu Ninja ausbildet und sie in Lebensgefahr bringt. Wir sehen also diese gute Seite vom ersten Spinjitzu-Meister, die wir eben meistens in der Serie gezeigt bekommen, die ist nicht alles, was es da zu wissen gibt. Sogar Sensei Wu selber steht nicht hinter manchen Aktionen seines Vaters. Um der Frage mit Wus und Gamerons Mutter jetzt etwas genauer auf den Grund zu gehen, müssen wir uns einmal ansehen, warum der erste Spinjitzu-Meister überhaupt nach Ninjago kam. Damals gab es einen Krieg zwischen den Drachen und den Oni in der ersten Welt. Der erste Spinjitzu-Meister strebte danach, Frieden zu schaffen. Allerdings war der Hass von einigen Drachen den Oni gegenüber und der Hass von einigen Oni den Drachen gegenüber einfach zu groß. Und dies sollte dazu führen, dass das Vorhaben des ersten Spinjitzu-Meisters scheiterte. Enttäuscht floh er in die Welt, die wir als Ninjago kennen. Aber was ist, wenn er dort seinen Wunsch, die Oni und die Drachen zu vereinen, noch lange nicht aufgegeben hatte? Was ist, wenn er dort weiter experimentierte und versuchte, eine Verbindung zwischen Oni und Drachen zu schaffen? Was ist, wenn er versuchte zu beweisen, dass Oni und Drachen nicht von Natur aus Feinde sein müssen? Wie hätte denn dieses Experiment ausgesehen? Nun, wir wissen tatsächlich, dass der erste Spinjitzu-Meister zwei Nachfolger bekommen sollte. Einen, der den Nachnamen Wu bekommen sollte und dem sehr viele Eigenschaften der Drachen vererbt wurden, so zum Beispiel die Kraft der Schöpfung, und einen, der den Nachnamen Gamerdon bekommen sollte, dem sehr viele Eigenschaften der Oni vererbt wurden, wie die Kraft der Zerstörung. Es könnte also sein, dass Wu und Gamerdon ein Experiment des ersten Spinjitzu-Meisters gewesen sind. Ein Experiment, das beweisen sollte, dass Oni und Drachen auch friedlich miteinander auskommen können. Ein Experiment, das leider etwas aus dem Ruder lief, als das Blut des Gamerdons von einer Schlange verdorben werden sollte. Der erste Spinjitzu-Meister könnte diese zwei Personen, Wu und Gamerdon, in dem Glauben aufgezogen haben, dass sie keine Versuchsobjekte wären, sondern dass sie ganz normale Kinder wären, dass auch sie natürlich geboren worden wären, dass auch sie eine Mutter hätten. Aber dass diese Mutter
verstarb, während die beiden noch Babys waren und dass sie sich deswegen nicht mehr an diese erinnern konnten. Es gibt so viele Punkte in Ninjago, die für diese Theorie, die ich hier gerade aufgestellt habe, sprechen würden. Aber was meint ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare und lasst mir gern ein Like und ein Abo da für mehr zu Ninjago. Und ansonsten danke fürs Zusehen und bis bald.